Hallo, hier ist wieder euer Bernhard Eschbammer und ich sage euch heute was zum Picknicken oder Campen oder wenn man unterwegs ist mit dem Auto. Ihr kennt das Problem bestimmt, im Auto ist es sau heiß und man möchte was zum Trinken mitnehmen und man mag jetzt nicht unbedingt das Wasser ganz warm haben. Da haben wir die praktische Lösung, wir haben eine elektrische Kühlbox, die kann man daheim anstecken an das normale Stromnetz, da sind alle Anschlüsse dabei. Hier für die normale Steckdosen und entsprechender Anschluss für den Zigarettenanzünder im Auto. Wird bloß einfach an der Kühlbox eingesteckt, hier. Dann seitlich die Anschlüsse entsprechend für 12 Volt fürs Auto oder 230 Volt für daheim. Dann könnt ihr die Box einschalten, entweder auf Kühlung im Sommer oder auf Heizen im Winter, wenn ihr was warm halten wollt. Da könnt ihr es entsprechend umschalten auf Stromnetz oder auf Auto. Ganz einfach. Und da habt ihr nur die Kontrollleuchten entsprechend, was im Betrieb ist. Muss man natürlich schon schauen. Nicht, dass man es dann statt kalt heiß macht. Also grundsätzlich empfehle ich alle die Geräte vorher daheim im Kühlschrank runter zu kühlen oder zusätzlich einen Gel-Akku, so einen Kühlakku mit reinlegen. Weil wenn man das Material knallheiß reinlegt, die Leistung haben die Boxen in der Regel nicht, dann sie es dann in kurzer Zeit runterkühlen. Aber wenn ich die Sachen kalt reinlege, dann kann ich das super lang kalt halten, dafür ist es ideal. Oder umgekehrt warm halten natürlich auch. Was ich berücksichtigen muss, es gibt die Kühlbox in zwei Größen. Das ist jetzt die handliche kleine, die wo ich schön hinter dem Fahrersitz zum Beispiel im Fußraum einklemmen kann. Die braucht nicht viel Platz. Die Flaschen stehen, gehen meistens von der Höhe nicht ganz rein, aber ich kann sie liegend rein tun, von der Größe her. Also es sind halt normale Halbliterflaschen, die gehen bequem rein von der Größe her. Weil man hat ja da nur eine gewisse Innenhöhe, deswegen stehend geht es nicht ganz, aber liegend kriege ich es rein. Also ein paar Flaschen Getränke, ein bisschen was zum Essen kann ich ohne Probleme reinpacken. Dann kann ich das schön kalt halten. Wie gesagt, wichtig ist, die Sachen am besten kalt oder warm, je nachdem, wie man es nutzen möchte, entsprechend reinzugeben. Deckel zu, verriegeln, fertig. Ich habe einen schönen Gurt dran, wo ich es nehmen kann oder mir umhängen. Oder ich habe hier auch noch einen Griff, wo ich es so nehmen kann, das Ganze. Geht also wunderbar. Unten habe ich schöne Füße dran, wo ich es abstellen kann. Und dann kann ich super unterwegs, habe ich mein kaltes Getränk oder meine Brotzeit dabei. Habe ich keinen Stress, ist auch nicht so teuer, die Box, kann ich nur jedem empfehlen. Haben wir bei uns im Online-Shop, kann man bestellen oder auch vor Ort mitnehmen oder anschauen. Habe ich auf Lager, kein Problem. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Also wenn ihr mal in See fahrt, jetzt am Badeweiher, ideal. Einfach mitnehmen, während der Autofahrt bleibt die Sache schön kalt. Und danach kann ich es auch für daheim notfalls auch noch nutzen. Das ist wirklich eine praktische Sache. Also wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch, macht ein Gefällt mir, liked mir, abonniert. Also ihr kriegt nicht nur Forst- und Gartengeräte, ihr kriegt auch bei anderen nützliche Sachen bei mir. Danke für die Aufmerksamkeit, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön.